Hey, Digga. Was für Plu? Hä? Was ist das? Das ist ja, also das ist jetzt mal no joke, das ist wirklich ein Witz, ist das? Gummo, Freunde. Freunde, welches Thema ist immer omnipräsent? Wieder ein paar Fachausdrücke benutzen, um möglichst gebildet zu klingen. Angel Eyes, Freunde. So, empfehle ich ja immer diese China-LED-Nachbau. Ja, und da gibt es immer viele, die sagen, ja, gefällt mir nicht so dieser eBay-China-LED-Angel-Eyes. Ja, deswegen habe ich mir heute das deutsche Vergleichsprodukt bestellt. Because we are very transparent and I will try some new. And das ist das Deutsche. Wir haben hier BMW Plu Halogenlampen H8 Original BMW Zubehör. Das ist kein LED, es ist Halogen. Also erstmal auf dieser Halogen-Basis. Und es ist halt was Originales von BMW. Wird von BMW so verkauft. Für die schlappen 42 Euro, kostet auch nur doppelt so viel wie die China-LEDs. Aber es ist halt ein originales Produkt, kann man irgendwo... Ich sage jetzt mal relaten, sage ich mal. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Wir bauen die Dinger mal ein. Ich hasse den Einbau eigentlich extrem, aber... Freunde, für euch wird das alles gemacht. Ihr kennt den Jux hier. Die Leute, die sich damals schon das Video angeguckt haben, also zu den LED Angel Eyes, wissen, wie sehr ich das hasse. Das Gute ist natürlich, dass er jetzt schön warm ist und ich mir jetzt halt die Pfoten verbrenne. Ich würde euch jetzt eher weniger vom Machen zeigen, sondern eher, es geht ja hier um den Vergleich von den beiden LEDs. Klappe öffnen. Boah, es ist wirklich extrem heiß hier drin. Boah, ich raste komplett aus. Muss aber sagen, sind jetzt hier schon ein bisschen drin. Sind noch alle LEDs am Start. Das ganze Ding ist natürlich ganz schön warm jetzt. Aber es sind noch alle LEDs funktionsfähig. Es ist nichts kaputt. Also von daher. Und die sind auch schon ein halbes bis ein Jahr drin, weiß ich nicht mehr genau. Man kann halt von dieser Qualität halten, was man will, ne? Aber die haben halt bis jetzt aktuell sehr gut gehalten. Das Ganze ist natürlich jetzt wirklich eine Halogenlampe. Es ist kein LED-Zeug, wo man Widerstände braucht oder sonst irgendwas. Sondern ihr habt hier wirklich nur diese Halogenlampe, sage ich jetzt mal. Boah, dieses Kabel, Mann, Junge. Also ohne Scheiß, dieser Einbau von diesen Scheißdingern, das ist der letzte Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, wo er hin ist, aber er ist auf jeden Fall nie dort, wo er sein soll. Mann, du Knecht Ruprecht, Junge, was ist denn das? Übrigens, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von solchen spannenden Experimenten, Tuning, BMW E90, E92, was auch immer, abonniert unbedingt diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Freunde, auch wirklich gar nichts mehr. So, gucken wir uns das Ganze mal an, hä? Kurzer Reminder. Hier ist China-LED drin und hier sind jetzt die Originalen von BMW drin. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey Digga, was für Plu? Hä? Also entweder bin ich komplett bekifft. Die sind ja auch null blau. Also jetzt mal, ich weiß nicht, wie sehr man das auf Cam erkennt, aber hier hat man wirklich so ein wirklich weißes, das ist wirklich so, es ist wirklich... Blau kann man sagen bei den China-Dingern. Und hier, Freunde, was ist das? Das ist ja genauso wie vorher eigentlich. Also jetzt mal, no joke, es sieht wirklich no joke aus wie vorher. Also jetzt müsste man die Originalen wieder auf der anderen Seite reinmachen, um das wirklich, wirklich mal zu vergleichen. Aber ohne Scheiß, Freunde. Also ich gebe ja nicht 42 Euro aus für das. Also nimm's mir nicht übel, aber nie 42 Euro für das. Was ist das? Das ist ja, also das ist jetzt mal no joke, das ist wirklich ein Witz, ist das. Die halten jetzt auch vielleicht jetzt nie 10 Jahre. Mal, also es ist vielleicht nicht das optimalste Produkt. Aber für 20 Euro bekomme ich hier wenigstens ein blaues Licht. So wo ich hier, also da bekomme ich ja nichts. Also für 40 Euro fürs Doppelte bekomme ich ja wirklich nichts. Da kann ich auch die Originalen drin lassen. Die Originalen sehen genauso aus. Das ist doch ein Witz. Von dieser Optik, Freunde, sind wir sehr, sehr weit entfernt. So viel kann ich sagen. Das, mit dem hat das nicht viel zu tun. Ja, Freunde, jetzt muss ich wohl leider hier wieder die China-LEDs reinwuchten. Genau so muss das aussehen und nicht anders. Ich habe sogar vom Gefühl her, dass die äußeren Ringe sogar fast bei dem sogar noch besser ausgeleuchtet werden. Kann doch vielleicht daran liegen, weil sie halt allgemein heller sind. Aber da haben wir ja halt vom Original BMW halt auch jetzt nie allzu viel Ergebnis gesehen. Muss man halt auch mal so sagen, ne? Also da haben sie sich nicht mit Ruhm gekleckert.
Links natürlich zu allen Produkten in der Videobeschreibung, ne? Ganz, ganz logisch. Da bin ich transparent und offen und selber für euch entscheiden, was ist das richtige Produkt für mich. Ich sag euch so, wie es ist. Wenn jemand sagt, okay, das China-Zeug ist für mich nichts, gibt es ja auch einige, kauft es euch einfach nicht. Also jetzt nicht so dieses, okay, ich will dann halt original BMW, dann nehme ich halt die Blue Halogen Lamps in H8. Kompletter Bullshit, da könnt ihr die Originalen drinnen lassen. Also wirklich, das ist wirklich ein zweckloses Produkt. Wie gesagt, trotzdem Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr wirklich Blue Lights haben wollt, dann holt euch halt die China-LEDs. Da bekommt ihr wirklich das, für was ihr bezahlt und für einen sehr, 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 sehr guten Preis. Also wirklich, ich will es mal sagen, günstig, aber es ist halt wirklich, kann man sich nie beschweren, Freunde. Ja, damit habe ich wieder mal untermauert, warum ich immer wieder diese China-LEDs empfehle. Wenn du jetzt noch irgendwas hier zu Tuning angucken willst, dann schau mal hier in den vorgeschlagenen Videos. Da findest du alles, was du brauchst. Freunde, ich würde sagen, in diesem Sinne, Regenrinne, haut rein und tschüss.